Ja, hallo, neue Tour. Ich habe noch ein bisschen Freizeit gefunden, letztendlich für ein paar Kilometer. Und ja, Wetter ist natürlich bombig, das möchte ich nutzen. Und ich werde jetzt ein bisschen unterwegs sein. Wohin, wird sich zeigen. Ich denke, es wird jetzt im ersten Schritt mal Richtung französische Grenze gehen. Dann schauen wir weiter. Ja, und das hier ist der Saarener Höhenradweg in Fahrtrichtung Güdingen, also zu seinem Start letztendlich. Und ja, wenn man zur französischen Grenze möchte, bietet sich die Velo vis-à-vis an. Muss mal gucken, wie der Anschluss ist, wo ich den finde. Ich bin irgendwann, so habe ich es mal in Erinnerung, die Strecke schon mal gefahren. Muss mal gucken. Aber zur Not, ich habe Navi dabei. Sollte kein Problem sein. Ja, manchmal geht es nicht anders. Da ist Radweg gleich Straße. Wenn aber nicht viel Verkehr ist, dann geht das eigentlich. Ja, es geht Richtung Blies-Ransbach. Oder für mich geht es, wenn ich das richtig immer noch habe, gleich da vorne. Ja, links ab. Und dann, ja, habe ich die Straße, den Weg wieder für mich allein. Also sprich, ohne Autos und so. Obwohl, sportlich gesehen, da vorne fährt ja einer. Ja, das ist auch eine schöne Sache, ja. Aber für mich geht es jetzt hier entlang, hier auf diesem netten Weg, weiter Richtung Saargemünd. Also Velo vis-à-vis ist das. Oder ein Teil der Velo vis-à-vis. Ja, wenn man mit dem E-Bike unterwegs ist, dann muss ich sagen, dann habe ich Spaß an sowas. Ja. Allerdings auf der kurzen Tour, die ich heute vorhab, ja, brauche ich es nicht, aber schön, dass man sowas hier am Wegesrand findet und kostet sogar nichts. Also was immer mehr. Ja, Ortsausgang Fechingen, dieses herrliche Stück Weg. Ich muss es noch genießen, ich weiß, es wird nachher übelst den Berg hinaufgehen, aber ja, mein Gott, meckern auf hohem Niveau. Ich freue mich darüber, dass man heute mal wieder so ein Stück Weg hier vor sich hat und vor allen Dingen, dass ich hier auch alleine unterwegs bin. Das ist ja bei dem Wetter heute immer so eine Sache für sich, obwohl heute, ich muss ehrlich sagen, es ist ein bisschen kälter als gestern. Es ist nicht ganz so mild. Wind ist okay. Also wie gesagt, meckern und motzen auf höchstem Niveau. Also ich fahre mal weiter und dann sehen wir uns später wieder. Ja, hier steht es angeschrieben, Saargemünd 12,3 Kilometer, steigt 120 Meter auf 1,3 Kilometer, geht da hoch. Also sagen wir mal, es gibt jetzt viel zu tun, packen wir es an. Ja, erster Gang, aber immer noch respektable 10 Kilometer pro Stunde. Ja, trotz E-Bike merkt man das, wenn man ein bisschen mitreden muss. Aber, ja, muss man halt mal durch. So schlimm sind ja die Steigungen hier im Saarland nicht, weil es auch die ein oder andere gibt, die da einem richtig alles abverlangt, insbesondere, wenn man konventionell unterwegs ist. Jo. Ich sag mal so, ich habe noch genug Luft zum Reden, zum Kamera halten sowieso, also ist es nicht so schlimm. Wir sehen uns oben. Ja, fast oben. Das letzte Stück, mit dem das Auto jetzt kommt. Na super. So viel zum Thema. Wir fahren hier durch ein Landschaftsschutzgebiet. Ja. Naja, vielleicht hat das seine Gründe, ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ja, die letzten Meter nach oben. Und ja, dann schauen wir mal, wenn wir oben auf dem Bliesgau schließlich sind, dann was wir da für einen Blick haben, was wir da sehen können, wie weit heute der Blick geht. Stauvogesen werden wir heute nicht sehen, aber es wird okay sein. So, es ist vollbracht. Oben
So richtigen Weitblick hat man nicht, hat hier nur das Feld. Mit der, was war auch immer, eine Antenne, das da vorne ist. Aber wie gesagt, das Geläuf habe ich mal wieder nicht exklusiv für mich allein. Ja. Das ist, glaube ich, nur ein persönliches Problem, was ich da immer habe. Filmen oder nicht filmen. Aber egal. Fahren wir weiter. Ja, so sieht der Blick Richtung Saarbrücken aus. Ich glaube, da hinten sieht man noch den Schwarzenbergturm. Güdingen, Fechingen bis hin nach Ensheim, hier zur Bildrechten. Ja. Ich kann sagen, ich bin oben, ich glaube nicht ganz oben, es geht noch ein bisschen höher. Aber soweit ist schon mal okay. Im Moment kommen Wolken auf. Ich hoffe, es bleibt trocken. Wenn nicht, habe ich Pech gehabt. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Dinge findet man im Wald sagenhaft. Auch wenn es jetzt wieder vom Winde verweht ist, wahrscheinlich. Ja, da kann man sich vorstellen, was für eine Aussicht man hätte, wenn es wirklich klar wäre. Also es ist wunderschön hier oben. Hier kann man sich dann ein bisschen orientieren, wo wir jetzt sind. Ja. Mein Ziel ist hier Saargemünd. Donon ist die Quelle der Saar. Straßburg. Ja, Paris ist ein bisschen weit weg. Speyer, Dom auch. Die andere Richtung geht Trier. Unser Brücken. Ja, schön sowas. Ich gehöre zu einer Schatzsuche. Bitte lass mich hängen. Naja, nun denn, lassen wir es hängen. Ich werde jetzt wieder von der Höhe runtergehen. Nach Saargemünd, Tal der Blies und Tal der Saar. Jo, jetzt zieht man mal besser eine Weste an. Es ist nämlich merklich kühler geworden hier oben. Und ja, dann machen wir uns auf den Weg nach unten. Und das zeige ich euch jetzt. Man sieht schon, dass es gleich bergab geht. Nämlich da runter geht es gleich. Hier einfach den Weg folgen. Und ganz da unten irgendwo ist dann die Blies und die Saar. Ja, das hier ist auch ganz nett gefasst. Hier ein bisschen den Bach, wie auch immer, eingefasst, der da vorne verschwindet. Schön. Ja, ich bin ja jetzt gerade durch die Streuobstwiesen Auersmarien durchgefahren. Fahre jetzt in Richtung Sitterswald. Und dort müssen wir mal gucken, wie der Anschluss an die Saar funktioniert. Ich bin mir da nicht zu 100% sicher. Das Wetter wird tendenziell, sage ich mal, schlechter, da ich nicht unbedingt Regenklamotten dabei habe. Ja, werde ich gucken, dass ich dann
ja, jetzt relativ schnell und zügig eben nach Hause komme. Also machen wir mal noch ein paar Kilometer und ich muss jetzt hier langsam fahren, weil erstens Leute und der Weg ist nicht so wirklich für meine Reifen geeignet. Also hier sieht man, wie ich gefahren bin, hier immer dem Grünen nach, ja, hier der Berg, durch Auersmacher hindurch, da bin ich jetzt. Jetzt geht es hier runter an die Blies. Ich werde aber hier die Straße entlang fahren, hier dem Radweg folgen bis nach Kleinblittersdorf und dann hier an den Radweg Saar wechseln Richtung Saarbrücken. Ja, noch ein Wort zu der Bereifung. Ich fahre vorne, wie man unschwer erkennen kann, an 28x6 22er Reifen. Das ist das breite Rennradformat. Das mache ich eben deshalb. Ich muss das Rad für gewisse Fahrten ins Auto bekommen. Und dadurch, dass die Reifen ein bisschen schmäler sind und auch ein bisschen weniger Bauhöhe haben, kann ich es so in den Kofferraum legen. Das ist der einzige Grund, warum ich hier diese Reifen fahre. Ja, normalerweise auf Asphalt ist das kein Problem, aber wenn man hier so einen Grobschotterweg hat, ja, ich zeige es mal, wie hier auf dem Parkplatz, so ist auch der Weg, das ist dann schon ein bisschen schwierig, nicht wahr? So, und jetzt fahren wir ein bisschen Straße und ich sage dann mal, wir sehen uns wieder, wo sehen wir uns wieder? Kleinblittersdorf an der Brücke zum Radweg. Also, ich mache jetzt mal ein paar Kilometer, also bis später. Ja, und natürlich hier auf Asphalt macht der schmale Marathon seinen Job perfekt. Das muss man sagen, es läuft eigentlich sehr gut. Und das ist auch das Haupt, wie soll ich sagen, Terrain, das ich mit dem Rad eigentlich befahre. Und ja, deshalb habe ich mich eben für dieses Format mitentschieden und weil es besser ins Auto passt. Und jetzt hier am Ende der Straße irgendwo wartet die Brücke Kleinblittersdorf auf mich. Ja, und da geht es an den Radweg Saar. Jo, also bis später. So, und ich hoffe, man hört es durch den Wind. Thema regionale Produkte. Hier wachsen Erdbeeren und Spargel. Denke ich mal. Ja. In Sachen Klimaschutz ist das ja gar nicht mal so schlecht zu wissen, was es überall hier dann rund ums Haus so gibt. Kann man gerade hier reingucken, also hier, das sind Erdbeerfelder. Also kein Spargel, sondern Erdbeerfelder. Ortseinfahrt Kleinblittersdorf. Jetzt muss ich leider auf die Straße. Ja, und so sieht es irgendwo in Kleinblittersdorf aus. So wunderbar mit den Bäumen. Und da wären wir in Frankreich, unter mir die Saar und ich glaube auch ein Teil des französischen Kanalsystems, das jetzt kommt, hier Saar-Kohle-Kanal. Es geht für mich jetzt nach rechts in Richtung Saarbrücken. Ja, es geht jetzt entlang am Saar-Kohle-Kanal in Richtung Saarbrücken. Ich glaube, da vorne kommt jetzt irgendwann eine Schleuse, wann das Ganze voneinander getrennt wird. Und ja, Wetter hat sich auch herumdrehen wieder, Gott sei Dank wieder aufgeklärt. Es ist nicht mehr ganz so bewölkt. Ich denke, über der Blies
Und in Wasgau wird es jetzt regnen. Da sage ich einfach, hier haben wir nochmal Glück gehabt. Ja, in Fahrtrichtung Saarbrücken. Ziel wird vielleicht noch sein, das Saarbrücker Schloss. Das hängt jetzt davon ab, wie es mit der Zeit hinhaut. Ja, ich werde jetzt noch ein paar Kilometer machen und dann sehen wir uns wieder. Ja, und hier an der Schleuse Nummer 30 wird aus dem Saar-Kohle-Kanal in der Saar wieder eins. Ja, ich fahre jetzt hier in Güdingen an der Schleuse vorbei. Das ist der Radweg an der Saar, das ist natürlich eine hervorragende Sache. Ja, geht Richtung Saarbrücken. Noch kurz hoch zum Schloss. Und mal schauen, was da zu sehen gibt. Saarradweg, es geht in Fahrtrichtung Saarbrücken. Ja, was gibt es noch zu sagen? Mächtig viel Verkehr im Betrieb. Und Ziel ist das Schloss. Da werde ich 10 Minuten vor Ort sein. Ja, Saarbrücker Schloss, historisches Museum Saar. Das Schloss selber. Das ist der Schlossplatz. Und ich habe noch eine gefunden. Ja, das Saarlandmuseum. Gleich nebenan was fürs Herz. Schönes Bier. Ja, für mich geht es jetzt hier weiter vorbei an der Schlosskirche, die jetzt hier zu rechten ist, wieder runter an die Saar. Oh, und dann geht es Richtung Heimat. Ja, und der Blick geht jetzt von Neusaarbrücken. Hier nochmal hoch zur Schlosskirche. Und für mich heißt es jetzt in diese Richtung, also da drüber, Fußgängerbrücke, zum Stadtradweg. Und ja, geht Richtung Ende der Tour. Ja, voraus das Staatstheater Saarbrücken. Ja, es geht durch die Stadt hindurch zurück. Ist nicht so ganz die prickelnde Wahl, muss ich sagen, aber gut. Ist nun mal so, wie man sieht, rechts und links. Da wird jeder Meter zum Parken benutzt. Gibt natürlich auch eine Alternative an der Saar, die hätte ich nehmen sollen, aber ich weiß nicht, was mich so geritten hat, hier lang zu fahren. Ja, gut. Ist so gekommen. Ziehen wir es durch. Der Saarner Höhenradweg hat mich wieder ein bisschen erfrischend, jetzt hier zu fahren nach dem doch recht langen Bad im Verkehr. Die Idee, wie gesagt, durch die Stadt zu fahren, war wohl nicht allzu prickelnd und auch nicht die beste, aber gut. Was soll's, ist geschehen, ist passiert. Und ich genieße jetzt hier die letzten Meter meiner Tour, denn es sind noch grob geschätzte 3 Kilometer bis zum Ende. Ja, und das hier in dieser Natur. Ja, das ist mitunter der Anfang, Saarnauer Höhenradweg. Das geht jetzt hier Richtung Flughafen. So weit werde ich aber nicht fahren, sondern ich werde hier jetzt irgendwo mal links abbiegen und dann Richtung Heimat fahren. Und dann soll es das auch für heute schon gewesen sein. Ja, da unten sieht man den Saarnauer Höhenradweg, der da vorne auch links dann weitergeht, irgendwo hinter diesem Anhänger verschwindet. Ich stehe hier am Russendenkmal, oder besser gesagt am Schild vom Russendenkmal. Ja, für mich heißt es einfach jetzt Feierabend, letzten Meter ohne Kamera und vor allen Dingen auch ohne Track. Ja, war schön mit euch.
bis zur nächsten Tour. Und wenn es funktioniert hat, das weiß ich immer noch nicht so genau, am Schluss noch eine Routenanimation. Also macht's gut.